Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Sims 4 mit der Legacy Challenge und der Familie Traumtänzer. So muss ich sie erst klar schon nennen, da wir jetzt zwei kleine Babys haben, Tristan und den Thomas Traumtänzer. Und da der Tristan der Älteste war, ja, wird er quasi der Erbe werden. So, jetzt müssen wir uns natürlich auch ein bisschen drum kümmern, um unsere Babys. Und, ja, unsere Lena, die schleimt sich mal schon mal bei unserem Tristan an, hüpfen und schaukeln und, was macht sie? Und angurren und Grimassen schneiden und überhaupt Stolz vorzeigen. Ja gut, okay, das, so, ja, und unser Thorsten, der geht gerade mal schon mal selbst auf Toilette. Beziehungsweise ich hatte ihn, glaube ich, auch schon geschickt. Und dann darf er noch ein bisschen duschen und dann schon was essen. Ja, also, wir haben Mittwoch. Ich hatte, glaube ich, Lena schon in Elternzeit geschickt gehabt, richtig? Ja, dann kann sie sich quasi heute noch ein bisschen damit befassen. Und unser... Ja, Thorsten, ich muss natürlich da bei ihm immer wieder darauf achten, dass er auch auf jeden Fall immer wieder befördert werden kann, weil das ist ja so ein bisschen so sein Ziel quasi, ne? So, dann geht auch nochmal angurren, Grimassen schneiden, hüpfen, liebkosen und reden, sowie schaukeln mit deinem anderen Sohnemann. So. Ich glaube jetzt, also fürs Erste werden wir auch erstmal die beiden behalten und jetzt erst einmal kein weiteres Kind bekommen. Wir müssen nämlich ein bisschen Geld jetzt auch mal, ja, ich sag mal, anschaffen quasi und dann, und müssen hier mal ein bisschen unser komplettes Grundstück eigentlich mal ein bisschen modernisieren und so weiter. Das ist jetzt so für mich erstmal mein nächstes Ziel, dass die Räumlichkeiten, die ich momentan habe, dass die dementsprechend eingeräumt werden. Also zum Beispiel auch hier, dass wir die Küche noch ein bisschen, ich sag mal, bisschen abgrenzen, so eine Art Flur hier irgendwie reinmachen. Dann noch ein schönes, großes Wohnzimmer. Mal gucken, ob das quasi so in etwa das Büro ein bisschen abgrenzen vielleicht noch. Und Küche mit Esszimmer. Ja, mal schauen, wie ich das mache. War also ja von mir noch gar nicht irgendwie geplant, wie es eigentlich aussehen soll. Ich bin, ja, mal schauen. Das werden wir irgendwie hinkriegen. Die Kinder werde ich jetzt nicht zwangsälter machen, sondern ich möchte schon gerne so spielen, dass es mir dann hier oben angezeigt wird, quasi wird älter und dann kann ich sie, also sobald das angezeigt wird, kann ich sie dann auch auf älter werden quasi klicken. So, du gehst mal hier hin. Moment. Und... zur Inspiration zupfen, wie auch immer. Hat sie ein bisschen zugenommen, sagt man? Irgendwie schon, oder? Naja gut, mit Zwillingen und so. Da wäre vielleicht auch irgendwann ein Sportgerät nicht schlecht. Das könnten wir doch gleich mal... Vielleicht so ein Laufgerät. Wo könnte denn das drin sein, sag mal? Wahrscheinlich hier nicht unbedingt. Sondern unter Aktivitäten und Fähigkeiten. Jawohl, hier, genau. Ach du Schande, das kostet genau 900. Okay. Autsch. Autsch. Dann, naja gut. Wo könnte ich denn das am besten hinmachen, sag mal. Das ist natürlich doof. Ich habe kein Zimmer mehr für solche Sachen irgendwie. Irgendwie mitten in den Raum zu stellen ist zwar irgendwie blöd, aber na gut, ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, es wird demnächst auch ein bisschen anders, aussehen. Auf jeden Fall. So, ich spule mal ein bisschen vor. Unsere Lena, die macht Musik. Und unser Thorsten lernt
das Programmieren. Beide sind gerade kokett. Das muss irgendwie echt an der Aura hier sein. Aha. Ihm fehlt ein bisschen Spaß. Naja, gut, okay. Sie ist inspiriert. Oh, sehr inspiriert. Sehr schön. Ah, Moment. Sag mal, Lied singen, Lied spielen, üben. Ah, üben. Was? Habe ich jetzt auf üben gemacht? Ja. Weil... abgeschlossen. Zwar, aber hier muss ich echt nochmal... Da möchte ich noch ein bisschen... Genau. Oh. Oh. Ach so, übrigens, Thorsten. Geh mal. Hier schmutzige Windeln. Dann mit Flasche füttern. Grimasse schneiden. So, dann... Flasche füttern. Oh, das Baby schreit. Winterzauber anhören. Nee, Quatsch, komm. Ach Gott, die Babys schreien. Ich finde ja wirklich sehr schön. Achso, Moment, jetzt können wir auch durch den Windel wechseln. Ich finde es ja immer noch total. Und reden. Ich finde es ja auch immer noch total super, dass die beiden so unterschiedlich auch aussehen. Oh, hat er eigentlich geschlafen gehabt? Programmieren, nochmal üben, weiter. Was war denn das? Online für einen guten Zweck spenden? Achso. Können wir uns momentan nicht leisten. Mit 9 Simoleons, meine Güte, Schande, Schande. Naja. Selbstinspiration. Es ist nicht einfach, sich selbst zu inspirieren, aber jemandem ist es gelungen. Hm. Naja, gut. Redliches Riff, Musikliebhaber. Okay. Moment, wo sind wir? Wir sind... Nee, immer noch bei 4. Hä? Warte mal. Ja. Achso, wir brauchen noch ein bisschen. So, ich spule auch noch mal ein bisschen vor. Ich hoffe mal... Guck mal, das... Thomas schläft und Tristan ist noch wach. Schreit der? Wie auch immer. So, jetzt haben wir gleich 5. Yeah! Level 5! Dann muss ich jetzt mal dringend auf Toilette hier. So, das schalten wir noch mal aus. Und dann, Thorsten muss circa in einer Stunde auf Arbeit. Dann trainiere ich erstmal. Und unser Thorsten, wie weit bist du jetzt mit deinem Programmieren? Oh, Mist, Digga. 50% erledigt. Ich wollte doch mit dir noch das Bild zu Ende malen, damit wir ein bisschen Kohle haben. Egal, funktioniert anscheinend gerade nicht so unbedingt. Dann gucken wir mal, dass wir bis um 10, wie viel wir da erreicht haben. Leider immer noch nur 75. Na, jetzt muss er auf die Arbeit gehen. Okay. Naja, gut. Unsere Lena, die schwitzt hier sich einen ab. Meine Güte, Lena. Aber ich wollte sie jetzt ein bisschen mal wirklich trainieren lassen. Aber dann müssen wir es gleich mal hier... Sender wechseln. Klassisch Pop, Pop. So, Pop, yo, dann machen wir mal eine erfrischende Dusche und gönnen uns was zu essen. Oh, Moment, das ist verdorben. Das mach ich mal hier rein. Huh? Hier ist eine Wolke. Ich habe eine Wolke hinterlassen. Brunchen. Nee. So, einen Grillkäse nehme ich dann noch und, dann geht's mir auch wieder gut. So, ich spule mal noch ein bisschen weiter. Ich koche ja immer noch nichts. Ich warte immer drauf, bis mein Mann... Ey, hat die das... Ach Gott, wie süß. Die hat sich eine Milch mit rausgenommen. Ach, das finde ich ja cool. Die Milch kannst du natürlich auch noch trinken, meinetwegen. Ja, komm, ist egal. Trink die Milch. Ach, räum noch auf. Genau, super. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt quasi 12 Uhr Mittag und dann würden wir schlafen gehen. Nee, komm mal, ich möchte mal gerade gerne einen Kaffee probieren. Ich habe das jetzt hier noch gar nicht ausprobiert, wie genau das funktioniert. Okay. Der wird erst noch gemacht, oder? Ja. Na? Piep. So, und jetzt einen Kaffee bitte.
Ah, und den kann man dann je nachdem auch quasi trinken. So, unsere Lena, die trinkt um 12.30 Uhr mittags mal ein bisschen Kaffee. Und dann überlegen wir, was könnten wir denn jetzt noch machen? Wir haben gerade nur, ach du Schande, ich habe jetzt Kaffee für 8 Simoleons geholt. Ich hoffe jetzt, dass niemand irgendwas haben möchte von mir. Ach du Schande, und jetzt ist auch noch unser... Okay, wir reparieren mal auch unseren PC. Hoffe, sie kriegt das so hin. Wie viel hätte er als Ersatz? Hätte er 400 gekostet. Ach du Schande. Echt. Ja, so viel hat aber der Kaffee gerade auch nicht gebracht. Muss ich gestehen. Ich hoffe, du kannst das schon soweit ganz gut. Du kriegst jetzt keinen Stromschlag. Ich weiß gar nicht, wie ein Stromschlag aussieht bei den Sims 4, muss ich gestehen. Ich habe ja sonst immer die Sims 2 gespielt. Sims 3 kenne ich ja gar nicht. Oh, sehr Energie geladen. Wie bin ich denn das? Wie haben das gemacht? Ach so, durch die Dusche. Ah, und Koffeinrausch, das macht auch Energie geladen. Okay, alles klar. Ich bin also sehr energiegeladen, auch wegen dem Training. Ach du meine Güte. Juhu. So, was können wir denn? Kontakt knüpfen. Hey, wir suchen mal einen Brieffreund. Mach mal. Juhu. Oh, übrigens, dein Sohn Thomas, der ist gerade traurig. Oh, Teile blündern. So, und dann müssen wir mal schmutzige Windeln wechseln. Ich habe den Brief Freundschaftsforen gepostet. Jetzt mal abwarten, ob sich jemand meldet. Okay. Dann nochmal an die Brust nehmen und liebkosen. Dann machen wir das gleiche mit dem anderen. Und liebkosen. So, sehr energiegeladen. Tuck, tuck, tuck. Jetzt sind wir nur noch energiegeladen. Dum-dum-dum, liebkosen noch. So, jetzt ist unser Tristan dran. Dup, 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 dup. Und danach, glaube ich, muss ich ins Bettchen, weil es hier... Ich gehe schon ins Rote rein. Na, vielleicht schläft Tristan ja dann auch gleich mit ein. Dann schlafen wir alle drei. Noch nicht, aber... Naja, gut. Okay, jetzt schlafen wir alle drei. Nee, jetzt ist er wieder wach. Egal. Oh, die Pinnwand ist voll. Moment. Okay, wie war das nochmal? Also er hat jetzt 459 gebracht. Quatsch. Wo kann ich die Pinnwand... Ach so, Moment. Alles löschen. Ja, ist in Ordnung. Machen wir sie gerade mal leer. Und jetzt ist unser Thorsten nach Hause gekommen. Hallo Thorsten. Oh, shit. Er ist jetzt auch voll müde. Und hier, mach das mal weg. Und verspieltes Gemälde fortsetzen. Oh, er ist kokett. Wegen dem Dekor. Romantisches Dekor. So, ich weiß nicht, inwiefern ihm das Spaß macht. Eigentlich nicht so wirklich, ne? Es geht sogar, der Spaß geht sogar runter. Spaß. Oh, wir haben ein Meisterwerk hergestellt. Ja, super. Das muss ich mal gerade, das Meisterwerk hier fotografieren. Kopieren. Oh, boah, das gibt über 1000 Simoleons. Ah, nein. an Kunstgalerie kann ich das sogar verkaufen. Ja, das ist ja cool. Das ist ja echt, echt cool. So. Na, das ist doch mal eine Hausnummer. Dieses Meisterwerk an eine Galerie verkaufen. Du bist dabei, ein Meisterwerk zu verkaufen. Die sind sehr selten. Willst du es wirklich verkaufen? Ja, ich brauche Geld. Es tut mir ja leid. Aber ich, ja. Ich gehe jetzt auch mal schlafen mit ihm. Geh mal schlafen. Spaßlevel kannst du später noch erhöhen. Jetzt erstmal pofen. So. Gut, Lena, stopp, du musst mal aufstehen. Deine beiden stinkern schon wieder. So, dann ein Psst. Und dann nochmal hier schmutzige Windeln und ein Psst. Warum hast du mir zugewunken? Weil du auf die Toilette musst? Ja, dann geh mal auf... Oh, verbessern, ja. Also erstmal auf Toilette gehen. Dann können wir noch eine erfrischende Dusche machen. Und wir verbessern die Dusche oder die Toilette? Komm, wir verbessern die Toilette erstmal. Überragende Spülung hinzufügen. Na toll, endlich schaffen wir das. Sehr cool. Was ist denn los, ihr zwei Schreier hier?
Aini einen neuen Namen geben. Nein, 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 du kommst nicht. Nee. Zombie Kahn. Der Zombie. Psst. Psst. So. Jetzt verbessert sie erst einmal unsere Toilette. Das ist sehr cool. Ja, also das mache ich ja mehr mit ihr und unser Thorsten darf kochen, wobei das Kochen ist jetzt auch nicht so oft der Fall. Verbesserung fertig. Lena hat die Installation des Toiletten-Upgrades abgeschlossen. Ja, cool, cool ist das. Hey, das können wir auch gleich noch mit verbessern. Na, dann mach das mal, Lena. Dann können wir da, ich glaube, das ist die Geschicklichkeit, ne, die wir dann quasi damit erhöhen. Ganz komisch, dass ich die Fenster auf zwei verschiedene Höhen gemacht hatte. Warte mal, ich muss mal gerade... Huch! So. Gefällt mir, glaube ich, besser, dass das auf einer Höhe ist. Und Geschicklichkeit Level 3. Juhu! So, dann könnten wir gerade noch was essen hier. Und, warte mal, das mache ich in die Tonne. So, halt. Nicht geschafft. Na? So, habe ich jetzt? Ja. So, jetzt die Nerven. Hallo, schon wieder die Windel voll, mein Kind. Meine Güte. So, liebkosen, reden, liebkosen. Hat ja kaum eine Minute frei hier. Und unser Thorsten? Ah, der kann mittlerweile auch mal aufstehen. Tristan hat großen Hunger. Wenn man ihn nicht bald füttert, wird dieses Baby abgeholt. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nicht. Ach Gott, habe ich den nicht gefüttert vorhin? An Brust nehmen und füttern, an Brust nehmen. Das wäre ja jetzt echt übelst, oder? Gerade unser Tristan. Mensch. Wie oft muss ich denn den Kids was zu essen geben? Komm, steh mal auf. Mach mal Spaß, halber ausschalten. So, hier Kanal schauen. Comedy-Kanal. So, mach mal hin, Lena. Gib mal Tristan was zu essen. Erstmal den Tristan liebkosen und hinlegen. Was hab ich denn da? Reden. Reden. Liebkosen. Am Brust nehmen. So, jetzt. Jetzt. So. Gut. Jetzt kriegt er was zu essen. Okay, super. Ich weiß gar nicht, wie oft muss ich den echt am Tag was zu essen geben? So, und jetzt kommt noch Thomas dran. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Und dann können wir... Oh, da ist wieder was kaputt gegangen. Reparieren. Unsere Lena ist ja cool. Die kann jetzt mittlerweile, also... Geschicklichkeit Level 3. Die schafft das schon, dass sie... Lockere Unterhaltung. So, einmal Teile plündern, danach wegwerfen und dann mit dir... kann ich das nicht irgendwie auswählen? Warte mal, aktuellen Kanal schauen. Zusammen Kanal wechseln. Ja, Kanal schauen. Aktuellen Kanal. Wie auch immer. Hab ich nicht gesagt, du sollst das wegwerfen? Kann ich das auch... Ups. Kann ich das auch machen? Nee, geht nicht. Aber ich kann die... Ah, ja. Okay. Warum stellt ihr euch jetzt hinten dran? Auch interessant. Stellt euch mal nach hinten und dann... Oh, ja, genau. Hey, ihr seid ja eh kokett. Warte mal. Verführerisch sein... Ach komm, ihr könntet doch mal wieder techteln. Einfach nur techteln oder so. Das geht gar nicht. War doch gerade da. Hände küssen. Leidenschaftlich küssen. Ich warte noch. Leidenschaftlich küssen. Verführerisch sein. Leidenschaftlich küssen, so. So, dann kannst du mal wieder atemverdorbenes Essen aussortieren. Frühstück servieren. Eier und Toast. Haben wir Geld? Ja. Und unsere Lena kann derweil das leeren und das wegwerfen und
Ja, mit einem Kind bin ich schon wieder beschäftigt. So. Ja, aber ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von der Legacy Challenge. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine gute Nacht. Lass es dir gut gehen. Tschüss und Goodbye. Eure Saki Night Owl.